Deshalb würde ich auf jeden Fall schon mal hier starten mit der Aufnahme. Und Herr Geier, wir wollen ja auch bei Ihnen auf dem YouTube-Kanal live gehen. Genau. Darüber auch noch ein paar Menschen zusätzlich erreichen, die dann benachrichtigt werden, dass wir gerade live sind. Und das mache ich jetzt hier gerade auf dem anderen Rechner. Öffentlich Chartshow aktivieren. Ja, und dann sind wir auch schon quasi dabei. Sie sind informiert, dass wir datenschutztechnisch hier streamen und ich nehme Ihnen ansonsten auch noch mal auf die Schnelle hier die Kameras soweit weg. Jawohl. Und dann darf ich meine Präsentation mit Ihnen gerne teilen, wenn ich sie denn finde. Wir haben uns ja die Musik heute quasi gespart, Herr Geier. Ja, ach, schade, ich finde die immer so schön. Ich freue mich da immer Einmal so drauf. die GEMA-Gebühr können wir einmal einsparen sozusagen. Ja, ist ja Aber GEMA-frei, ist ja ist ja GEMA-frei. GEMA-frei, ich weiß. Wir haben doch kein Geld. Wir sind auch arme Börsianer, die vom Markt geplagt werden. Aber da fangen wir doch nochmal jetzt einfach neu an mit unserem Programm hier. Genau, sehr schön. Ich schreibe mir auch schon fleißig auf, was hier gewünscht wird. Ja, das ist schön. Nutzen Sie den Chat. Und da ist Ihre Musik. Sehr schön. Okay, aber wir sind ja quasi schon durch. Deshalb machen wir die Musik hier Stopp. Und ich sage nochmal ganz offiziell: Herzlich willkommen zur Chartshow Nummer 19. Wir haben eine gute Wetterquote, glaube ich. Also in Düsseldorf ist es auf jeden Fall sehr sonnig, zunehmend warm. Aber ich habe gehört, es ist noch steigerungsfähig diese Woche. Insofern, Summertime war das letzte Mal und deshalb mit Blick auf das Thermometer und ich habe auch welche an, ist denn schon Zeit für Shorts? Unser Spotlight-Thema heute beschäftigt sich mit Leerverkäufen. Da haben wir ein bisschen was dazu recherchiert und gucken uns natürlich auch die ein oder andere Aktie an aus dem DAX, die aktuell bei Leerverkäufern hoch im Kurs steht oder niedrig im Kurs, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Ja, Herr Geier, unsere Themenauswahl, aktuelles haben wir wieder den ETF des Monats dabei. Bei der Wette bin ich gut gelaunt, kann ich sagen. Kann ich gut verstehen und ich wünsche herzlichen Glückwunsch. Aber ich warte ja noch darauf, dass einer von uns tatsächlich mal die Wette gewinnt, weil das haben wir ja noch nie hinbekommen. Immer war einer der Teilnehmenden besser bei seinem Tipp als wir beide. Aber da Und das müssen ist wir auch nur, jedes Mal wieder so. das ist auch dieses Mal wieder so, da müssen wir quasi nur lang genug spielen, dann wird uns das vielleicht auch noch mal gelingen, irgendwann. Ja, Sie haben eine Frage ausgegraben zum Thema Fonds. Das fand ich sehr interessant, weil es irgendwie an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Aber das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass Fonds nicht so mein Metier sind. Da freue ich mich aber, dass sie das erreicht hat und dass sie vor allen Dingen eine Antwort haben. Spotlight-Thema, wie gesagt, dieses Mal das Thema Short Selling. Und wo geht es dieses Mal hin, die Reise zum Nachbarn? Ja, es ist ja kein direkter Nachbar, es ist nur ein europäischer Nachbar, ein Inselnachbar. Es geht auf die britische Insel nach Irland. Ah, okay, auf die britische Insel nach Irland. Es ist aber nicht dann. Sie meinen aber noch Irland als EU-Raum, ne? Nicht Genau, Nord, nicht Irland als der Nordirland, EU-Raum. sondern Irland als Mitglied der Europäischen Union. Da Ganz hat sich genau. Großbritannien doch verabschiedet. Schmerzlich. Ja, Ja, dann gucken wir auf leider. die Saisonalität und da haben Sie mir eine Weltpremiere versprochen. Ja, da möchte ich jetzt auch noch gar nicht so viel von verraten. Okay, Ich habe dann mir auf jeden halten. Fall, ich habe mir viel Arbeit auf jeden Fall gemacht und da können Sie sich drauf freuen. Okay, mal gucken, was dabei rausgekommen ist. Da sind wir gespannt, genauso wie eben auf die Live-Analyse, wo Sie gerne jetzt schon im Chat Wünsche auch äußern können. Und natürlich gucken wir uns da die großen Indizes an und ob es den Turnaround zum Halbjahr pünktlich gab. Der Juli war ja ganz erfreulich. Ich glaube, heute hat Amerika negativ geöffnet. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Und bei den Terminen, ja, kann ich schon mal zwei Sachen irgendwie nennen. Anlegertag am 20. August und wir gehen bei der Ausbildung in den fortgeschrittenen Kurs, also die Aufbauvariante technische Analyse, startet im Herbst. Und da haben wir ein gutes Angebot mitgebracht.
Okay, wollen wir loslegen mit dem Disclaimer, würde ich sagen, oder? Ganz genau. Das Rechtliche muss vorweg sein. Wir halten es aber kurz. Dies ist ausdrücklich keine Anlageberatung, keine Aufforderung oder zum Kauf oder Verkauf irgendwelcher Finanzinstrumente. Was wir hier äußern, sind Meinungen, aber sicherlich keine Empfehlungen. Sie sind selbstverantwortlich für das, was sie tun. Und wenn es zur Live-Analyse kommt, können ein paar Sachen passieren, beziehungsweise es gibt ein paar Einschränkungen, Herr Geier. Genau, keine Nebenwerte mit geringen Umsätzen hatte ich eben schon mal kurz genannt, denn wir können nur eine seriöse technische Analyse garantieren, wenn wir auch ordentlich Umsatz haben, wenn viele Marktteilnehmer drin sind. Das heißt ja auch in der technischen Analyse, dass es eigentlich im Währungsmarkt, also im Forex-Markt, am besten funktioniert. Warum? Weil da die größten Umsätze sind. Also bitte keine Werte aus der zweiten, dritten, vierten Reihe. Die werden wir nicht analysieren. Technische und fundamentale Analyse können temporär auseinanderlaufen. Also es kann durchaus sein, dass ich hier vielleicht einen Wert ganz positiv sehe und ein Fundamentalanalyst sagt, ja, aber da ist ja alles ganz im Argen. Oder umgekehrt, ich sage, da haben wir gerade eine Umkehrformation. Das sieht vielleicht nicht gerade so gut aus. Und der Fundamentalanalyst sagt, boah, nee, das ist der Superwert für die nächsten 12 Monate. Es kann sein, dass wir etwas, sowohl der Herr Strelo mit Familie als auch ich mit Familie, im eigenen Depot halten. Das ist dann kein Frontrunning, das haben wir dann halt eben. Und es ist natürlich auch im Vorfeld für uns nicht klar, was Sie aufrufen an Werte, die wir dann auch entsprechend hier analysieren. Und wie eben schon erwähnt, ganz wichtig, wir machen keine Anlageberatung. Jawohl, und dann decken wir doch direkt mal auf, wie es mit der Wette vom letzten Mal so gelaufen ist. Und an meiner guten Laune kann man ja erkennen, ich habe Anschluss gefunden. Und zwar nur noch 4:3 Führung für Sie, Herr Geier. Ich bin Ihnen dicht auf den Fersen. Mein Tipp Befesa hatte ja einen guten Monat hingelegt. Stimmt, 8, knapp 8,5%, das ist schon mal wirklich eine Ansage. Während ich mit der Telekom, wo ich ja auf den Ausbruch nach oben gehofft hatte oder spekuliert habe, eben nicht so gut gelegen habe, die hat quasi auf der Stelle getreten mit einem kleinen Minus. Sie hält sich weiterhin in dieser Seitwärtsrange, die wir jetzt schon mehrfach auch an dieser Stelle besprochen haben. Und der Ausbruch lässt immer noch auf sich warten. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da früher oder später was passiert. Trotzdem habe ich die Pferde für die neue Wette für den September natürlich gewechselt und halte nicht an der Telekom fest. Da kommen wir gleich zu, was wir uns da rausgesucht haben. Aber die 20 ist auch eine echt harte Marke bei der Telekom-Aktie. Okay, gucken wir doch mal, ja, was denn hier zu gewinnen gibt. Ich muss erstmal eine Entschuldigung rausbringen. Es ist immer noch nicht versendet worden vom letzten Mal, die Wertpapiere. Aber ich habe schon einen Briefumschlag frankiert vorbereitet. Kann sich also nur noch um Tage dauern, bis der Klaus seine Aktien bekommt. Und auch der Gewinner der diesmaligen Wette wird wieder schöne historische Wertpapiere auf jeden Fall von uns bekommen. Ja, Genau. und Wenn er dabei ist, kann er sich ja schon mal melden bei uns und seine Adresse mitteilen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das schon bei Wettabgabe getan hat. Der TSR war das, der hier genau. gewonnen hat. Wir haben noch nicht verraten jetzt, mit was er da gewonnen hat, Nee. aber den werden wir auf jeden Fall nochmal anschreiben zur Not auch, damit er eben sein Stück Post bekommt. 20 haben mitgemacht, 30 wären natürlich schöner gewesen, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Aber es war ein ziemlich enges Rennen. Ne? Die Linien sind doch sehr, sehr dicht beieinander und ich würde sagen, ich decke mal auf. Erstmal hier das Rennen zwischen uns beiden. Das hatten wir ja gerade schon auf der Folie. Da lag ich mal vor Ihnen und gewonnen hat der Wert Zalando. Ganz genau. Und ich fand es ganz interessant, am Anfang, als es losging, da hatten wir einen Wert, der kräftig in die Höhe geschnellt ist, 30% im Plus lag. Und ich dachte schon, wir müssen diesmal eine Regel aus unserer Chartshow ziehen, die da lautet, wenn mehrere den gleichen Wert haben, entscheidet das Los. Und das war nämlich die Uniper, die kurz nach der Ankündigung, ah, da wird es jetzt
jetzt eine Rettungsaktion geben, wie bei anderen auch bekannt, erstmal in die Höhe geschnellt ist, aber dann ebenso schnell zusammengebrochen ist. Da sieht man dann wieder mal, wenn was zu schnell steigt, dass das dann auch sehr schnell korrigiert wird. Dass das dann so extrem ins Minus korrigiert wird, konnte man sicherlich da auch nicht sehen. Aber so gesehen sind die Univer-Tipper dann an der letzten Stelle gelandet. Und ich bin leider auch im Minus gelandet, das haben wir ja gesagt. Alle anderen Werte, wer war da noch dabei, der da im Minus ist, weiß ich ja. HelloFresh ist das, glaube ich. Die waren dann auch noch im Minus gelandet. Und ansonsten haben fast alle Werte im Plus geschlossen. Also eine ganz beachtliche Performance. Aber die Führung hat immer wieder gewechselt und erst relativ zum Schluss hat sich dann Zalando als Sieger herauskristallisiert. Genau, es kommt auf den Stichtag an und das ist ja bei uns immer der Montag. Ja, insofern Glückwunsch hier an den Thies und das sind unsere Tipps für die nächste Börsenwette zum 13. September. Reno, was mir dazu einfällt, wenn ich die beiden Charts so jetzt spontan sehe, 2 Falling Angels. Ja, also das ist doch das Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, was bei mir auf jeden Fall öfters gilt. wir hoffen auf jeden Fall, dass sich da nochmal was dreht. Na? Ganz genau. Also bei Ihnen war es ja jetzt zum Schluss sogar mit einer Kurslücke nach unten gegangen. Bei mir war es ein Abwärtstrend und diese, der hat jetzt bei der Adidas, da wurde der, glaube ich, so ein bisschen angegriffen und angekratzt. Und da unten war dann auch das Tief, das gehalten hatte von vergangenen Jahr. Also ich rechne mit einer Trendwende und dass da mal eine Bewegung nach oben kommt. Okay, also Sie sehen das Ganze sportlich. Ich sehe das Ganze medizinisch hier mit Fresenius Medical Care, wo es auch entsprechende Nachrichten dazu gab, dass dort ja auch die Mutter vielleicht rausgeht aus der Beteiligung. Und da hoffe ich auf Bewegungen mit positiven Nachrichten. Das ist ja immer das Spiel oder der Reiz des Spiels, dass wir für einen sehr kurzen Zeitraum hier das Ganze aussuchen. Deshalb nochmal ausdrücklich keine Anlageempfehlung und nicht zum Nachhandeln gedacht. Würde ich im Moment auch selber mit echtem Geld gar nicht anfassen. Geht mir genauso. So, und Sie dürfen mitspielen. Und zwar kann jeder einfach tippen, indem Sie uns bis morgen Abend eine Mail schicken an chart-show@gmx.de. Den Wert, den Sie aussuchen, der soll bitte aus der DAX-Familie sein. Also DAX, MDAX, SDAX, dementsprechend auch TechDAX natürlich möglich. Das sind Werte, die liquide genug sind, dass sie für eine technische Analyse ausreichen sollten und deshalb auch für unser Börsenspiel funktionieren. Was wir beide getippt haben, nämlich Adidas und Fresenius Medical Care, dürfen Sie jetzt nicht mehr tippen. Ansonsten bei Doppelungen entscheidet das Los und es gelten die Kurse an der Börse Düsseldorf. Pro Person ist nur ein Tipp erlaubt. Und das nehmen wir auch ernst, weil sie sollen alle die gleiche gute Chance haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen, Herr Strelo. Wunderbar. Dann würde ich sagen, nutzen Sie die Chance, suchen Sie sich was Gutes aus. Wir suchen was Schönes zum Gewinnen raus. Ja, und dann sind wir auch schon bei der Frage, die Sie stellen und auch beantworten müssen, Herr Geier. Ganz genau. Ja, was ist denn das für eine neue Regel bei den Fondsgesellschaften? Also, es gab eine Änderung im Kapitalanlagegesetzbuch, dem KAGB, nämlich der Gestalt, was können denn Fondsgesellschaften künftig mit ihren Fonds tun? Das ist eine Regel, die jetzt von Inhalt her nicht ganz neu ist. Das kennen wir schon von geschlossenen Immobilienfonds oder auch überhaupt von Immobilienfonds. Da ist es auch schon vorgekommen. Da haben wir nämlich die Schließung gesehen, wenn Anlagewerte, also Immobilien, nicht so schnell veräußert werden können, aber viele Anleger gerne ihre Anteile zurückgeben möchten und ihr Geld wieder haben möchten. Und dann hat eben zum Schutze der Fondsgesellschaft der Fonds einfach geschlossen, hat gesagt, so jetzt müsst ihr erstmal warten, bis wir unsere Immobilien veräußert haben.
Das wurde jetzt auch auf die Aktienfonds oder Rentenfonds ausgeweitet. Und das ist interessant, denn es ist, bietet dem Fonds dann auch erhebliche Vorteile zum Handeln, zum Liquidieren. Ich möchte das erstmal gar nicht werten, ob das gut oder schlecht ist. Es ist zunächst mal eine Regel. Und da gibt es drei Punkte, die da besprochen werden, nämlich einmal die Rückgabefrist, die Rückgabebeschränkung und das Swing Pricing. Was heißt das? Was steckt dahinter? Also bei der Rückgabefrist ist es so, dass Sie, wenn Sie jetzt einen Fonds haben, Anteile zurückgeben wollen und diese Sperre aufgerufen wurde, können Sie den zur Rückgabe anmelden. Die Fondsgesellschaft hat dann bis zu, wie lange ist das, einen Monat Zeit, Sie dann zu bedienen, sprich Ihnen Ihr Geld zurückzugeben. Das Problem dabei, und jetzt wird es zum Nachteil für Sie, einmal angemeldete Fondsanteile zur Rückgabe können nicht mehr storniert werden. Das heißt, wenn Sie dann am Markt beobachten, die Märkte fallen vielleicht ins Bodenlose, dann müssen Sie den Preis akzeptieren, den Ihnen dann nach Ablauf der Frist oder wann, wenn die Fondsgesellschaft wieder liquide ist, dann bietet. Das geht nicht anders, das ist so eine Regel, die ist nicht schön, aber sie existiert nun mal. Ich will da auch keine Angst machen, sondern man soll es nur wissen, es ist wichtig zu wissen. Naja, und die Rückgabebeschränkung, das ist eine ganz ähnliche Geschichte. Da heißt es nämlich, dass innerhalb von 15 Tagen die Gesellschaft dann ja, diese Rücknahme vornehmen kann oder auch ganz verweigern kann oder auch nur in Teilen. Also sprich, dass sie dann nur die Hälfte oder nur ein Drittel ihrer angemeldeten Werte zurückgenommen bekommen. Der dritte Punkt, das Swing Pricing, das ist dann eine ganz besondere Nummer, sage ich mal so vorsichtig, auch das bitte nicht wertend verstehen. Hier ist es nämlich so, dass Sie beim Neukauf von Anteilen oder bei der Rückgabe von Anteilen dann entsprechend Preise bekommen, die im Zweifel besser, schlechter sind für Sie, beim Kauf nämlich höher oder beim Verkauf niedriger. Hier hat die Fondsgesellschaft nämlich die Möglichkeit zu sagen, wenn jetzt so viele Anleger ihre Anteile zurückgeben und der Fonds ja trotzdem weiter Verwaltungsgebühren, Kosten produziert, dann wäre es den Anteilseignern, die die Fondsanteile noch halten, gegenüber unfair, denn dann müssen die ja die kompletten Gebühren tragen, auch für die, die jetzt ausgestiegen sind. Und da hat man sich einfallen lassen, naja, dann verändern wir einfach mal die Preise, dass das sozusagen diese Gebühren weitergereicht werden können. Es ist im Prinzip nichts anderes wie eine Spread-Ausweitung. Wir kennen das von engen Aktien, also von Aktien, die diese zweiten, dritten Reihe Werte, die ich eben genannt habe, mit wenig Umsätze, da wird der Makler, der Broker, der Händler wird da auch keine Geldbriefkurse von 1 oder 2 Cent stellen, wie das bei einer Siemens oder bei einer Mercedes der Fall ist, sondern da sind die Preise dann, die Kauf- und Verkaufspreise deutlich auseinander, 1, 2, 3 Euro. Und genau so ist das dann auch bei dem Fonds. Das heißt, wenn hier dann Käufe oder Verkäufe getätigt werden, wird das dann nicht zum Inventarwert passieren, sondern zu deutlich schlechteren Preisen. Der Herr Strelo hatte mich gerade im Vorfeld bei der Besprechung darauf hingewiesen, naja, das gilt ja nur bei der Rückgabe an die Fondsgesellschaft. Das ist richtig. Wenn Sie nämlich Fonds an der Börse handeln, dann haben Sie ja keinen Ausgabeaufschlag und Sie haben hier an der Stelle dann auch nicht dieses Swing Pricing. Nur wenn die Gesellschaft sich dazu entschließt, solch eine Maßnahme zu ergreifen, dann ist die Frage, wie dann noch der Handel stattfinden kann oder stattfindet. An der Stelle dann einfach, und das habe ich auch jetzt, ich schreibe ja an einem vierten Buch, habe ich das auch schon mal so beschrieben, wie kann man sich davor schützen? Also ich will jetzt nicht gegen Fondsgesellschaften oder Fonds sprechen, aber wenn man eine gesunde Streuung hat und hat auch Einzelwerte, die Gefahr, dass Einzelwerte nicht verkauft werden können, ist zunächst mal deutlich geringer, als dass sie Fondsanteile nicht zurückgeben können. Das ist mal das, was ich aus dieser Nachricht für mich als
Idee und als Überlegung rausgezogen habe. Herr Strelo, haben Sie was zu ergänzen? Ja, mein Hinweis an der Stelle natürlich wirklich, Fonds über die Börse zu kaufen und in dem Falle dann im Zweifelsfall auch zu verkaufen, weil der Markt ist an der Stelle immer liquide. Die Frage ist natürlich, zu was für Bewertungen. Also wir erinnern uns da weit, weit zurück an die Krise der Immobilienfondsgesellschaften. Das war Anfang der 2000er, ne, oder Mitte der 2000er. Ja. SEB Immovest, auch ein Teil meiner jungen Altersvorsorge, ist dort gelandet. Und dann waren die quasi ja gar nicht mehr handelbar. An der Börse sind die Sachen dann schon handelbar, aber entsprechend auf Angebot und Nachfrage und nicht zum Nettoinventarwert, die Fondsgesellschaft dann halt rausgibt. Und das ist insofern, sag ich mal, noch die Hoffnung. An der Börse ist quasi immer Handel möglich. Wir kommen nachher noch zum Thema Short Squeeze. Bloß die Preise, die können natürlich wirklich an der Stelle halt auch abdrehen. Aber insofern ganz wichtig, wie gesagt, Fonds ohne Ausgabeaufschlag über die Börse gibt es in diesem Jahr übrigens seit 20 Jahren. Das Jubiläum steht in Kürze bevor. Da werden wir dann auch noch mal drauf zurückkommen. Ja, danke, dass Sie uns das mitgebracht haben, weil, wie gesagt, an mir irgendwie vorbeigegangen, das Thema. Aber hey, dafür sind wir ja zu zweit. Genau. Wenn Sie mal noch Fragen haben, schicken Sie uns die gerne auch an die chart-show@gmx.de. Wir versuchen das einzubauen, zu beantworten, wenn das im Interesse aller ist. Ja, und dann mache ich doch direkt weiter mit dem Spotlight-Thema. Da durfte ich heute auch noch mal die Folie aktualisieren, weil das hat sich alles sehr, sehr dynamisch entwickelt. Da kommen wir dann gleich zu. Es geht um das Thema Leerverkäufe. Also Dinge zu verkaufen, die man gar nicht hat. Das ist der sogenannte Shortseller, der das macht, oder eben der Leerverkäufer. Und hier habe ich so eine Grafik geklaut bei der FAZ, die ist über 10 Jahre alt, aber sie funktioniert nach wie vor. Wie funktioniert so ein Leerverkauf? Wenn jemand Aktien hat, dann kann er die natürlich im Depot liegen lassen oder er kann sie auch an andere verleihen. Und genau das braucht ein Leerverkäufer. Es sind nämlich hier nur gedeckte Leerverkäufe möglich. Das heißt, wenn jemand eine Aktie leer verkaufen will, muss er sich die vorher leihen. Das könnten theoretisch private Aktienbesitzer sein. In der Praxis sind das Fondsgesellschaften oder eben auch von ETFs die Gesellschaften, die, das steht im Kleingedruckten drin, teilweise die Bestände der Kunden verleihen dürfen. Und mit diesen geliehenen Stücken kann der Leerverkäufer dann an den Markt herantreten und verkauft diese Aktien zum aktuellen Kurs. Warum tut er das? Weil er davon ausgeht, dass der Aktienkurs sinken wird. Und seine Idee ist es, die einfach später zu einem günstigeren, einem tieferen Kurs zurückzukaufen, dem Verleiher dann auch zurückzugeben und den Differenzbetrag als seinen Gewinn einstreichen. Also, er gewinnt, wenn der Verkaufspreis später höher ist als der Rückkaufpreis, und er macht einen Verlust, wenn der Rückkaufpreis höher ist, die Aktie ist gestiegen, als er sie am Anfang verkauft hatte. Das ist das Spiel eines Leerverkäufers. Ja, und wie gesagt, in Deutschland auch nur mit gedeckten Leerverkäufen möglich. Im Ausland ist es teilweise so, dass sogenanntes Naked Short Selling, also ungedeckte Leerverkäufe, möglich sind. Dann hat derjenige gar nicht wirklich den Zugriff darauf. Und das hat man in der Finanzkrise aber in vielen Ländern abgestellt, weil das natürlich dann dazu führt, dass eben keine Stücke da waren, beziehungsweise dass eben mehr Stücke leer verkauft werden können, als tatsächlich am Markt kursieren. Und diese Rechnung geht dann am Ende nicht auf. Nicht jede Aktie kann leer verkauft werden. Es gibt teilweise Ausnahmen. Man erinnert sich unrühmlich an die BaFin,
die als negative Nachrichten zu Wirecard aufkamen, da war ja viel negative Berichterstattung im Wesentlichen in der Financial Times, hat tatsächlich die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Leerverkäufe in einem einzelnen Wert verboten, nämlich in der Wirecard-Aktie. Das kann diese Behörde machen. Im Rahmen der Finanzkrise wurden alle Leerverkäufe zwischenzeitlich auch verboten. Wichtig noch zu wissen, der Verleiher bekommt eine Gebühr dafür, dass er seine Stücke zur Verfügung stellt. Das heißt, so wird auch beispielsweise von einem Fonds oder ETF Einnahmen werden generiert aus dieser Leihgebühr. Und das ist natürlich für den Leerverkäufer selber eine weitere Kostenposition, genauso wie er natürlich noch die Börsengebühren für die Käufe und Verkäufe auch als Kosten geltend machen muss. Also er muss schon einen ordentlichen Sprung halt hinlegen, damit er wirklich seine Gewinne macht. Der Verkauf und der Rückkauf erfolgt in der Regel tatsächlich über die Börse und damit ist es auch relevant für alle anderen Anleger, weil wenn im großen Stile was gekauft oder verkauft wird, dann hat das trotz aller Liquidität in den Märkten durchaus einen Einfluss auf die eben Angebots- oder Nachfrageseite. Und insofern werden solche Leerverkaufsadressen auch sehr eng von den Marktteilnehmern beobachtet. Zu einem konkreten Fall kommen wir gleich noch dazu. Wo kann man jetzt Leerverkäufe machen? Das ist definitiv nichts für den normalen Privatanleger. Man braucht dafür einen speziellen Broker, der diesen Service anbietet. Das sind in der Regel amerikanische Broker, die das als einen Service halt bei sich drin haben. Bei den deutschen Brokern eher unüblich. Müssten wir nochmal recherchieren, ob das überhaupt bei einem klassischen, bekannten deutschen Broker möglich ist. Auf jeden Fall muss ein Nachweis zur Termingeschäftsfähigkeit dafür erbracht werden. Das heißt, der Expertennachweis des Anlegers ist auf jeden Fall hier notwendig, weil das Ganze ist ein hochriskantes Spiel. Und das Besondere beim Spekulieren mit Leerverkäufen ist, dass die Gewinnchance eigentlich begrenzt ist. Also wer eine Aktie verkauft, um sie später günstiger zurückzukaufen, kann maximal 100% Gewinn machen. Also er kauft eine Aktie für 50 Euro, verkauft die an der Börse für 50 Euro. Und jetzt ein theoretisches Gedankenexperiment, die fällt auf den Wert 0 und er kauft sie dann für 0 Euro zurück und gibt sie dem Verleiher für 0 Euro wieder. Dann hat er 100% Gewinn gemacht. Auf der anderen Seite ist das Verlustrisiko theoretisch unendlich hoch, weil der Kurs kann ihm natürlich davoneilen. Die 50-Euro-Aktie kann eben auch auf 550 Euro steigen und dann muss er sie für 550 Euro zurückkaufen. Ja, und in dem Falle macht er dann eben pro Aktie 500 Euro Verlust und das wäre ein Zehnfaches, nur so als Beispiel. Deshalb ist das ein ja, disproportionales Chance-Risiko-Verhältnis und nur was für ganz hartgesottene Spekulanten. Diese Situation, dass irgendwann er sich eindecken muss am Markt, haben wir gesehen. Kriegen Sie das Jahr noch zusammen, Herr Geier, als Volkswagen mal kurz das wertvollste Unternehmen der Welt war und der Kurs bei über 1.000 Euro lag? Nee, das Jahr kriege ich leider nicht mehr zusammen. Ich weiß es nicht. Es ist schon ein paar Jahre her, aber es war die Sache, als Porsche Volkswagen übernehmen wollte mit Aktienoptionen. Und das ist dann alles in die Grütze gegangen. Und ich kann mich noch gut erinnern, als dann 29 Aktien im DAX gefallen und eben nur die VW gestiegen ist. Und als das Ganze platzte, sind 29 Aktien im DAX gestiegen und nur eine gefallen, nämlich die VW. Also das war wirklich ganz, ganz extrem. Da ist der Kurs damals von 200 auf über 1.000 nach oben geschossen, weil so viele Leerverkäufe unterwegs waren, die sich eindecken mussten und natürlich niemand bereit war, seine Stücke herzugeben. Dann geht der Preis nach oben an der Börse. Ja, und bei 1.000 Euro hat sich dann offensichtlich dann doch der eine oder andere gefunden, der seine VW-Aktie gerne verkauft hatte und die Shortseller mussten sich eindecken.
Hatten wir auch. Gerade zu der Risikobewertung sagten und zu dem Termin Geschäftsfähigkeit, alles, was Sie eben berichtet haben, haben wir damals so in unsere Schulungen aufgenommen für unsere Berater, die den Kunden das Termingeschäft erklären mussten für Optionen und für Futures. Denn die Risikostruktur ist sehr ähnlich, gerade bei Futures, die ja sozusagen unendlich sein kann. Und genau das, genau diese Aufklärung, die Sie gerade betrieben haben, haben wir damals auch in der Schulung für unsere Berater gehabt. Ja, also ganz hart gesottene Sachen. Ich habe aber auch bei der Commerzbank einen sehr schönen Artikel noch gefunden gehabt. Den habe ich ja auch mal verlinkt gehabt. Leerverkauf von Aktien, so funktioniert es. Da auch nochmal ganz ausführlich beschrieben. Das war aber nur die erste Theorie hier. Und da kommen wir jetzt nämlich zu einem Instrument, wo man die Information ablesen kann, welche Adressen in welchen Aktien Leerverkäufe getätigt haben. Und das geht zurück auf das Jahr 2012. Da gab es eine Leerverkaufsverordnung der Europäischen Union, die auch unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gilt. Und die wurde auch jetzt nochmal aktualisiert gehabt im Oktober 2021. Die Meldeschwelle, die klassischerweise sonst bei 0,5% lag, wurde jetzt auf 0,1% reduziert. Und auch jeder weitere Schritt von 0,1%, der muss reported werden. Ja, und wie kann man sich das angucken? Ich würde es mal ganz kurz hier im Klassiker machen, nämlich im Bundesanzeiger. Dort ist die Verpflichtung, das zu zeigen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Und hier kann man nämlich dann konkret suchen. Hier gibt es so eine Suchmaske zum Positionsinhaber, zum Emittenten oder zur ISIN. Und dann nehme ich jetzt hier schon mal eine Adresse, die ich gleich vorbereitet habe. Und zwar ist das Bridgewater. Und dann nehmen wir dann auch mal die historischen Daten hin vom 1.6. bis gestern und suchen nach den Leerverkaufen von Bridgewater Associates. Und dann finden wir hier 56 Treffer. Und das sind eben diese einzelnen Meldeschwellen. Und zack, gab es gestern schon wieder neue Meldungen, sehe ich hier gerade. Die waren heute Morgen noch nicht drin, vom 8.8. Man hat schon wieder die Positionen verändert. Aber hier findet man, in welchen Aktien, deutschen Aktien, Bridgewater Associates gerade halt short ist und kann sich auch die Historie dazu anzeigen. Wir machen das mal hier bei der deutschen Börse und schauen uns hier die Historie an. Aktuell ist Bridgewater Associates mit 0,5% des Kapitals der deutschen Börse AG short. Das war am Freitag noch 0,49%, damit unter der Meldeschwelle. Und es war zwischenzeitlich hier am 17. Juli bei 0,62% sogar gewesen. Also hier war man schon in einem größeren Stil short gewesen. Das kann diese Datenbank. Jedoch muss ich sagen, gibt es noch schönere Ansichten für den ganzen Spaß hier. Und ich habe hier mal weitere Datenbanken rausgenommen gehabt für Deutschland, gibt aber auch welche für Europa und auch international. Da können Sie sich gerne mal schlau machen. Hier bei börsengeflüster.de und Gerion Kruse hat mir heute noch einen heißen Tipp auch dazu gegeben. Da findet man für deutsche Aktien, also eine tolle Seite, wer die noch nicht kennt, börsengeflüster.de, rund um deutsche Aktien, sehr, sehr viele Daten, die es dort gibt. Und dort kann man sich verschiedene Ansichten aufrufen. Beispielsweise möchte ich jetzt hier mal schauen. All Caps ist ausgewählt, also in allen Aktien. Und ich möchte wissen, wer sind die aktivsten Short-Seller? Und dann bekomme ich hier einen Treffer und bekomme hier die verschiedenen Adressen und in wie viel Aktien die gerade short sind. Das ist so eine Möglichkeit. Das sind jetzt aber die Adressen, die short sind. Interessanter ist ja vielleicht, ja, wer, in welchen Werten ist man denn short? Und da gibt es entsprechend auch Ansichten. Und man sieht jetzt hier, was den absoluten Eurobetrag angeht,
ist Volkswagen gerade die am meisten geschortete deutsche Aktie. Hier sind in Summe über 1 Milliarde Euro Short ausstehend. Und insofern ist das natürlich ein ordentlich großer Wert. Wenn man dann auf den Wert selber draufklickt, kommt die Adresse dazu oder die Adressen. Hier ist es BG Master Fund, die mit 1 Milliarde auf fallende Kurse bei VW setzen. Delivery Hero, da haben wir gleich mehrere Adressen. Da ist Marshall Wace, Cube Research, Numeric und BlackRock Investment Management, die alle leer verkauft sind. Und hier gibt es den entsprechenden Umfang. Und auch bei der Allianz ist ein Leerverkauf in der Mache. Und das sind die Freunde von Bridgewater Associates, die hier mit 420 Millionen Euro auf fallende Kurse bei der Allianz setzen. Also hier können Sie über verschiedenste Ansichten das Ganze durchdeklinieren für die verschiedenen Indizes und auch hier in den verschiedenen Sektoren beispielsweise. Da kann man nämlich sehen, dass der E-Commerce-Sektor, gefolgt von den Pkw-Herstellern, im Moment das meiste Geld in Shorts hat. Also das kann eine ganz interessante Adresse sein. Und wir sind ja nicht ganz ohne Grund darauf gekommen, uns das Thema Shorts heute vorzunehmen. Und da komme ich jetzt dann gleich zu. Größte Shortquote hier nochmal international. In Deutschland ist es übrigens die Morphosis AG, wo insgesamt 7,05% des Kapitals Short sind. Dann Warta. Auch ein beliebter Zockerwert, wo eine große Short-Position drin ist, und SMA Solar, auch ein Klassiker. Und auch die Freunde von Zalando, da sind fast 5% des Kapitals in Shorts gerade unterwegs. Ja, wer betreibt Short-Selling? Wir hatten ja gerade schon so ein paar Namen gesehen. Das sind natürlich Adressen, die sehr, sehr viel Geld haben, weil nur wenn ich sehr, sehr viel Geld einsetze, kann ich wirklich mit so einer Short-Strategie auch was verdienen, also lohnenswert, weil da ist sehr, sehr viel Aufwand dahinter. Dementsprechend sind das halt klassischerweise Hedgefonds, aber auch Investmentbanken, teilweise auch aktivistische Investoren. So ein Hedgefonds will eben in jeder Marktphase für seine Kunden Geld verdienen. Ja, und wenn der Markt Übertreibungen halt sieht, dann kann der natürlich auch über Shorts hingehen und sagen, jetzt wird hier Geld verdient. Was auch bekannt ist, sind typischerweise Short-Seller-Attacken. Das heißt, dass ein Short-Seller nicht nur aus seiner eigenen Research-Leistung hingeht und sagt, dieser Wert ist an der Börse überbewertet, ich setze auf fallende Kurse. Nein, solche Short-Attacken sind dann oftmals so, dass auch negative Nachrichten gestreut werden über das Unternehmen. Teilweise werden hier auch dubiose Research-Berichte veröffentlicht, die das Unternehmen in einem schlechten Licht dastehen lassen. Also wir hatten so Fälle bei Grenke vor 1,5 Jahren, die da massiv unter den Druck von Shortsellern gekommen sind. Vielleicht auch die Adresse Muddy Waters sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was. Die waren bei Aixtron auch aktiv, glaube ich, die eben ganz negative Ausblicke veröffentlicht haben und das alles mit der Intention, den Kurs zu schädigen. Grundsätzlich ist das eine verbotene Marktmanipulation, wenn die verbreiteten Informationen unrichtig oder irreführend sind. Aber es ist oftmals natürlich ein schmaler Grat, weil eine Meinung zu einem Unternehmen kann man ja haben. Man darf bloß keine Lügen verbreiten. Grundsätzlich ist natürlich immer die Chance da, wenn man erkennt, dass jemand auf einer Short-Selling-Strategie unterwegs ist, dass man sich da dranhängen kann. Oder eben auch, wenn man beim ganzen Markt das Gefühl hat, dass der doch bald drehen müsste, dass fallende Kurse jetzt anstehen würden. An der Börse geht es ja nicht immer nur nach oben. Und dafür gibt es natürlich die Möglichkeit, sich eben dran zu hängen mit seiner persönlichen Strategie an eine dieser erfolgsversprechenden Shortseller-Adressen oder eben auch, dass man mit ETF-Produkten ganze Märkte oder eben Segmente als
Short, also mit fallenden Kursen, das Ganze versieht. Da haben wir diverse Produkte, auch bei uns auf der Website der Börse Düsseldorf, beispielsweise von Leveraged Shares, Leveraged, also Hebel. Da sind teilweise Sachen, dass man dreifach Short beispielsweise auf den S&P 500 setzen kann. Und das Ganze wird mit einem ETP-Papier gemacht. Und das sind einfache Möglichkeiten, die jedem privaten Anleger zur Verfügung stehen, um auf fallende Kurse halt zu setzen. Wir sind aber eigentlich konkret auf einen aufmerksam geworden. Das ging auch Mitte Juni durch die Presse und da gab es dann auch entsprechend die Idee. Und das ist der Freund von uns hier, Ray Dalio, inzwischen Scholze, 72 Jahre alt. Das ist der Gründer von Bridgewater Associates. 1975 hat er dieses Unternehmen gegründet. Ja, und Bridgewater Associates ist einer der größten Hedgefonds der Welt. Die streiten sich auch immer so um die Top-3-Plätze. Aktuell 236 Milliarden US-Dollar Assets under Management. Und dieser Hedgefonds hat auch nur 107 Kunden. Und Sie und ich, wir können da nicht Kunde werden. Das ist größeren und vermögenderen Adressen vorbehalten. Ray Dalio selber ist auch sehr erfolgreich, was sein privates Vermögensmanagement angeht. Der wird auf 22 Milliarden Dollar taxiert und kommt damit auf Rang 71 der Forbes-Liste. Man kennt ihn aber auch als Redner und Buchautor. Da gibt es verschiedene Sachen, Investmentstrategien, Bücher, sehr gut zu lesen, alles sehr, sehr verständlich geschrieben. Und er hat 1996, das dürfte dem einen oder anderen ETF-Investor auf jeden Fall bekannt sein, sein Allwetter-Portfolio kreiert, was eben als Multi-Asset-Strategie in allen Börsenlagen grundsätzlich gute Gewinne macht. 9%, sagt das Backtesting, schafft man mit diesem Allwetter-Portfolio. Ja, und dieser Ray Dalio ist eben aktiv geworden mit seiner Firma hier am 13. Juni. Und ja, der war 2018 und 2020 schon mal im großen Stil unterwegs, deutsche Aktien zu shorten. Und das hat das Handelsblatt hier in einem Artikel mal aufbereitet gehabt, wie denn hier so sein Einstieg ins Shorten war. Also die orangene Linie ist hier die Shortquote und die dunklere Linie ist der DAX. Und dann sieht man eben, dass er hier beim Einstieg und hier beim Ausstieg, wo er dann wieder ganz raus ist, tatsächlich eben die gegenläufige Entwicklung hinbekommen hat. Also die Shorts gingen hoch, der DAX-Kurs ging runter. Noch eindrucksvoller war das hier 2020, wo er das schon mal auch in einem sehr kurzen Zeitraum hingelegt hatte, im Frühjahr. Da hat er auch ordentliche Gewinne gemacht. Er gilt als der König des Bärenmarkts, also jemand, der in fallenden Kursen Geld verdient. Und das erste Halbjahr 2022, was viele ja mit einem Minus von ungefähr 20% verbinden, das war das schlechteste Halbjahr seit vielen, vielen Jahrzehnten, das hat er mit seinem Pure Alpha Fonds mit 32% abgeschlossen. Also genau in diesen fallenden Märkten ist er sehr, sehr erfolgreich. Und deshalb hat das eine extreme Aufmerksamkeit bekommen, als er im großen Stil short ging. Ja, und an der Stelle möchte ich, machen Sie gerade nochmal die Folie zurück, an der Stelle möchte ich vielleicht gerade mal einhaken, was mir direkt so auffällt. Im Prinzip sieht es nach einer ganz einfachen, banalen Strategie aus, nämlich eine Trendstrategie. Da, wo er eingestiegen ist, jetzt in dem linken Chart, als auch im rechten Chart, da waren die Märkte schon im Fallen. Er hat also einen Abwärtstrend erkannt. Und als dieser Abwärtstrend gebrochen wurde, auch wieder im linken als auch im rechten Chart, hat er seine Shorts aufgelöst. Also sehr konsequent, Trendanalyse offenbar. Ich weiß nicht, ob noch mehr dahinter steckt, aber sehr deutlich zu erkennen, Trendanalyse und Trendbruch dann genutzt, um einfach die Positionen zuzumachen. Also das fällt einfach so ins Auge, zumindest dem Techniker. Das sieht auf jeden Fall genial einfach aus. Ne? Und wie gesagt, er hat da einen ganz guten Track Record hingelegt. Und das ist jetzt die Frage, wie läuft sein aktuelles Ding, was er da eben gestartet hat. Und da war ich dann selber auch etwas überrascht. Also, Bridgewater Associates hat im
Juni angefangen und hat dann nochmal am 22.06. erhöht und hat mit insgesamt 10 Milliarden Euro gegen 29 Aktien aus dem Euro Stoxx 50 gewettet. Und da sind halt hier aufgelistet die verschiedenen Länder und die verschiedenen Adressen und eben auch das dazugehörige Volumen. Also hier niederländischer Halbleiterhersteller ASML Holding, da ist er mit 1 Milliarde short gegangen beispielsweise. Kleinere Sachen wie hier KONE-Aufzüge aus Finnland, da ist er mit 100 Millionen short gegangen. Also insgesamt mit quasi 10 Milliarden reingegangen. Und diese 10 Milliarden sind tatsächlich, auch wenn das große Aktien sind, ein relevantes Handelsvolumen. Das heißt, dieser selbstverstärkende Effekt, dass wenn im großen Stil diese Aktien eben abverkauft werden, die er sich vorher woanders geliehen hat, bringen nochmal zusätzlichen Druck in den Markt rein. Aber der gleiche Effekt bei dem Abverkauf, beim Leerverkauf, kommt natürlich nochmal wie ein Bumerang in den Markt zurück, wenn er sich wieder neu eindeckt, um eben die Leerverkaufspositionen zu schließen. Und das kann dann auch nochmal einen eigenen Hype auslösen in den einzelnen Aktien. Soweit die Theorie. Ja, und da ist er halt gestartet hier im Juni und hat quasi ganz Europa an die Wand geredet. Und zu dem Zeitpunkt müssen wir sagen, so zweite Junihälfte, da war es auch noch ziemlich schwarz, was das Börsenjahr 2022 angeht und auch was die Aussichten angeht. Wir kennen alle die bekannten Krisen von Covid über Lieferketten bis hin zum Ukraine-Konflikt. Ja, und dann sind ihm vielleicht auch die einen oder anderen gefolgt. Und dann ist es halt ganz wichtig zu schauen, wie man da auch wieder merkt, wenn er rausgeht aus der Sache. Und dafür sind diese verschiedenen Datenbanken und diese Veröffentlichungspflichten natürlich ganz hilfreich. Das kann nämlich sehr, sehr schnell gehen, dass er aus den Positionen wieder rausgeht. Und so, ja, bin ich doch, obwohl ich es heute Vormittag nochmal aktualisiert habe, immer noch nicht auf dem allerneuesten Stand, wie wir gesehen haben. Aber das ist der Stand von heute Vormittag. Er ist also nur noch bei 10 Werten mit Short-Positionen drin, die eben über dieser 0,5-prozentigen Meldeschwelle liegen und hat die anderen Positionen alle schon geschlossen. Also ein ganzer Block hier in französischen Aktien, da ist er nur noch in 3 Short. Bei Spanien ist er auch nur noch bei Banco Santander Short, hatte am Montag hier bei der Banco Bilbao auch die Position geschlossen gehabt. Aus Italien ist er auch komplett wieder raus. Und Herr Geier, wir schauen uns die deutschen Werte mal an. Zwischendurch war er bei Ihrem Börsentipp für die Wette bei Adidas auch short gewesen. Die hat er aber relativ schnell wieder geschlossen gehabt und hat justament am Montag Bayer und Deutsche Börse geschlossen, ist aber aktuell immer noch short bei der Münchner Rück, bei der Allianz, Infineon und BASF. Und da würde ich sagen, Herr Geier, das ist der Zeitpunkt, wo wir endlich mal in Pro Real Time reingucken. Vielleicht hat er ja bei der Allianz, bei der Adidas die gleiche Analyse gemacht wie ich, nämlich dergestalt, dass er den Trendbruch gesehen hat. Ja, also da haben Sie auch mal was eingezeichnet, Genau, ne, und zwar ist hier ein wann er Fall da drin. reingegangen ist. Genau, also das ist jetzt die Allianz. Und mit der fange ich einfach mal wegen Alphabet an. Das ist der Zeitpunkt, als er da short gegangen ist. Das heißt, da liegt er gar nicht so gut momentan. Die ist erstmal schön gefallen, aber jetzt wieder angestiegen. Also hat den optimalen Ausstieg bisher momentan eher mal verpasst, sage ich mal. Wenn ich jetzt eine Trendlinie ziehe, würde ich auch sagen, das ist ein deutlicher Trendbruch. Und wenn der jetzt noch veredelt wird, indem wir wieder deutlich über die 180 steigen, dann muss er schauen, dass er noch plus minus null aus der Nummer rauskommt. Und wenn er da plötzlich anfängt zu kaufen, kann das, wie Sie eben beschrieben haben, auch eine verstärkende Wirkung haben.
Kurzfristig hatten wir allerdings jetzt bei der Allianz die Situation, dass wir hier eine Shootingstar-Situation hatten. Das hatten wir im Übrigen bei vielen Werten und auch im Markt gehabt, was dann auch am nächsten Tag bestätigt wurde. Allerdings scheint der nicht groß genug zu sein, respektive dieser kurze Aufwärtstrend, der hier umgekehrt werden sollte, naja, das ist jetzt nicht sehr aussagekräftig. Ich habe ja lieber solche Signale, solche Shootingstars am Ende von langen großen Trends, wie das jetzt hier der Fall war. So gesehen ist der auch nicht so aussagekräftig gewesen und wurde ja dann auch schon direkt wieder umgekehrt. Also von der Warte her würde ich diesen Shootingstar nicht überbewerten wollen bei der Allianz. Aber was wir sehen, es ist hier ein Trendbruch erfolgt. Und naja, wenn man hier nochmal die Widerstandszone um die 220 sieht, naja, wenn wir da wieder hinlaufen sollten, dann wird es da erstmal wieder Schluss sein. Viel mehr ist da erstmal kurzfristig nicht zu erwarten. Und die Indikatoren, naja, die drehen gerade wieder so ein bisschen ab oder sind eigentlich eher neutral. CCI gibt nichts her, Stochastik hat im neutralen Bereich nach unten gedreht. MACD zieht noch so ein bisschen nach oben. Also da ist nicht viel von den Indikatoren zu sehen. Also von der Warte her einfach mal schauen, wie es weiter sich entwickelt. Aber im Hinterkopf behalten, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn der wirklich seine Short zumacht, dann kann das einen Schub nach oben bringen. So, BASF, da haben wir seinen Short-Einstieg hier gehabt. Sah auch erstmal gut aus, hat auch hier den optimalen Ausstieg verpasst. Wir sind wieder fast in dem, auf dem Niveau, wo er short gegangen ist. Interessant bei der BASF, hier unten hatten wir das Tief gehabt vom 2020, also dem Corona-Crash. Und da haben wir jetzt in dem Bereich gehalten und nach oben gedreht. Also das sieht ganz interessant aus. Und wenn wir hier eine Trendlinie ziehen wollen, dann ist die noch nicht gebrochen. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Die Bayer hatte er ja geschlossen. Nun, da hat er zwar Gewinn gemacht, er ist nämlich hier short gegangen, hat sie hier geschlossen. Er hat aber trotzdem nochmal Druck reingekriegt. Also von der Warte her und auch heute noch mal ein bisschen was verloren. Da hat er ein bisschen zu früh die Position zugemacht. Hier haben wir eine, ja, das ist eigentlich keine richtige Unterstützung. Das ist mehr so eine Zone, wo er hier mal gehalten hat und wo er hier mal gehalten hat. Also keine echte Unterstützung. Ich glaube, wichtiger ist diese alte übergeordnete Abwärtstrendlinie, diese hier. Die hatte ja die Bayer gebrochen. Sie kommt gerade wieder zurück. Das heißt, sie könnte durchaus das testen und in den Bereich der alten Trendlinie vorstoßen. Sprechen auch so ein bisschen die Indikatoren dafür. MACD hat gerade ein Verkaufssignal generiert. Gut, Stochastik, CCI ziehen noch nach unten, sind jetzt im überverkauften Bereich. Das heißt also, noch der Test der Trendlinie könnte erfolgen und dann auch noch diese latenten Unterstützungslinie, zumal wir jetzt auch noch mal ein Stück weit anziehende Umsätze sehen können. Gerade an diesem Freitag, also letzten Freitag, da haben die doch deutlich angezogen. Also da wurde auch richtig was abverkauft. So, dann haben wir mal die deutsche Börse. Auch da ist er ja ganz oder zum Teil rausgegangen, da hat er mal so richtig verloren. Denn wenn er hier reingegangen ist, musste er jetzt, ich meine, das war immerhin so um die 150, musste er irgendwo bei 175 schließen. Das ist nicht wirklich gut gelaufen. Einfach zu massiv die deutsche Börse nach oben gezogen, auch diesen Widerstand einfach mal dynamisch durchbrochen nach oben. Das zeigt, dass auch so jemand, der so erfolgreich ist, eben auch mal daneben liegen kann. Deutsche Börse auf jeden Fall in einem langfristigen Aufwärtstrend schon seit 2012. Das ist jetzt auf jeden Fall eine sehr interessante Situation.
Üblicherweise bei so einem dynamischen Ausbruch erfolgt nochmal ein Pullback, eine Korrekturbewegung an die Ausbruchslinie und dann die Gegenbewegung letztendlich oder dann der nächste Schub nach oben. Das wäre so die übliche Ausbruchssituation, wie man sie sich vorstellen kann. Das wäre mal so eine Idee, wie das laufen könnte. Ein Wert, bei dem er noch short ist, ist die Münchner Rück. Auch das sieht momentan nicht so gut aus. Hier ist er short gegangen. Da hat er nicht nur hat er nicht mal einen Ausstieg verpasst, sondern das hat sich einfach auf diesem Niveau gehalten. Und die zieht gerade nach oben und hat auch heute wieder 1,75% zugelegt. Also da muss man mal schauen, wann er da rausgeht. Und das könnte dann auch eben zu diesem eben schon beschriebenen Short Squeeze führen. Also sprich, weil er eindecken muss. Er muss ja dann kaufen und würde da nochmal Nachfrage damit generieren. Vielleicht hat er das auch heute schon getan. Das wissen wir ja erst dann morgen oder übermorgen, wenn es bekannt gegeben wird. Aber wenn ich mal sage, hier hat sich so ein kleiner Widerstand aufgebaut, dann sind wir gerade dabei, an dem zu knapsen und rumzuknabbern und dann kann der nächste Schub nach oben schon durchaus erfolgen. Wir hatten hier eine interessante Situation, wir hatten nämlich eine größere Keilformation, wo die Aktie nach unten ausgebrochen war, sich dann wieder nach oben, auch als Pullback-Bewegung nach oben an diesen Keil ranbewegt hat und dann eben wieder nach unten gegangen ist. Und seitdem würde ich fast sogar sagen, das Ganze hier so ein bisschen als Bodenbildung zu bezeichnen. Und ja, das könnte dann auch halten. Indikatoren sind hier ja, leicht nach oben laufend beim MACD, der war die ganze Zeit flach an der Nulllinie. Das hat überhaupt keine Aussagekraft. Stochastik und CCI jetzt im überkauften Bereich, allerdings noch nicht mit Verkaufssignalen. Also ein Schub nach oben kann hier durchaus nochmal erfolgen. So, jetzt kommen wir zu einem Wert, den ich gar nicht so mag, schon über viele Jahre nicht mag, der jetzt auch genau das macht, was ich sozusagen befürchtet hatte. Nach dem Trendbruch, diesem Aufwärtstrendbruch, ging es doch dynamisch nach unten. Da haben wir einen Short gesehen zu diesem Zeitpunkt hier. Den hat er dann auch offenbar zumindest mit einer roten Null zugemacht. Ja, auch hier das Thema, wie eben schon besprochen, vermutlich hat er einen Trendbruch befürchtet oder, wenn wir es noch ein bisschen steiler ziehen, einen Trendbruch gesehen und ist deswegen ausgestiegen. Ist ja immerhin konsequent, ja. Ich meine, das ist ja letztendlich meine Welt. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut. Ja, und was aber die Vonovia gemacht hat, sie hat halt eben jetzt wieder gedreht zu dem Zeitpunkt, als er ausgestiegen ist. Also so richtig den Short Squeeze hat es da nicht gegeben und dümpelt jetzt noch so ein bisschen an dieser Abwärtstrendlinie nach unten. Und wir haben gerade Verkaufssignale bei Stochastic, bei CCI und der MACD steht kurz davor, das zu bestätigen. Also von der Warte her eher mal die Finger davon lassen. Gut, und Infineon, da haben wir eine Situation, die, naja, das ist halt ein volatiler Wert, ja. Ich meine, wir sind im Prinzip seit 2009 im Aufwärtstrend, erst steil und dann eher kontinuierlich, allerdings immer wieder mit Rückschlägen, auch natürlich in den Crashs, ganz klar. Und auch hier haben wir die Situation, dass wir eine Abwärtstrendlinie ziehen können, beziehungsweise zwei Abwärtstrendlinien ziehen können. Und hier ist er also short gegangen, hier dann wieder zugemacht oder zumindest zum Teil zugemacht. Also auch hier Verluste erlitten. Und jetzt sind wir an die übergeordnete Abwärtstrendlinie, wobei die nicht wirklich aussagekräftig ist, weil hier oben so ein paar Punkte verbunden werden konnten. Weiter unten liegt das ja dann tiefer. Aber wir haben Verkaufssignale, CCI, Stochastic und der MACD steht auch hier kurz bevor, diese Verkaufssignale zu bestätigen. Also das heißt, auch hier sind wir momentan eher mal auf der Abgeberseite und da haben wir ja heute 5% verloren. Das ist ja auch eine Hausnummer und das auch noch mit leicht anziehenden Umsätzen. Das waren die vorbereiteten Werte.
Ja, also man hat wirklich den Eindruck, dass er da in diesem Jahr kein gutes Händchen gehabt hat. Ist natürlich breit gestreut mit 29 Aktien. Bin mal gespannt, was wir da nochmal an Meldungen, an Nachrichten dazu bekommen, wie das denn am Ende ausgegangen ist. Das können andere sicherlich nochmal genauer analysieren. Uns war jetzt erstmal wichtig zu sagen, okay, da ist einer, der setzt massiv gegen Europa. Und jetzt merken wir eben, wie er auch aus den fast allermeisten Positionen auch wieder rausgegangen ist, mal mit und mal ohne Gewinn. Was sich mir noch als Frage stellte, ist diese Positionsgröße, die er da hatte. Die ist jetzt quasi bei den 10 Aktien, die er noch hält, immer bei 0,59, 0,58%. Das habe ich dann heute mal bei Twitter an die fachkundige Finanzcommunity weitergegeben gehabt. So einen richtigen Reim konnte man sich auch nicht drauf machen, ob es denn irgendwelche regulatorischen Vorgaben sind, also zumindest nicht von der Aufsicht. Einhellige Meinung war, dass es wahrscheinlich eben das interne Risikomanagement ist, das eben nur in der Größenordnung eben von jetzt so rund 0,6% Short-Position gehalten werden, weil eben dieser sich selbst verstärkende Effekt, wenn in einem größeren Umfang nachgekauft werden muss, also er könnte ja seinen eigenen Short Squeeze, der ihm das Genick bricht, auslösen, dass offensichtlich dort diese Größe von 0,6% der ausgegebenen Aktien offensichtlich ja so eine Art maximal von der internen Abteilung zulässige Risikokennziffer ist. So richtig schlau ist man daraus noch nicht geworden. Ja, und da sind wir bei dem Thema Money Management. Die Erfolgreichen haben eigentlich immer ein hervorragendes Money Management, denn nur mit einem sehr, sehr guten Money Management kann man langfristig erfolgreich sein. Da kann man das beste Handelssystem haben. Wenn einem das plötzlich um die Ohren fliegt und man hat kein Money Management, dann ist man auch kaputt. Genau, und da gehen wir davon aus, dass das sehr professionell gemacht wird, wenn man 270 Milliarden Dollar verwalten darf. Okay, also vielen Dank für hier die Analyse der Einzelwerte. Ich war auch tatsächlich überrascht, dass er nicht überall positiv rausgegangen ist, sondern offensichtlich dort auch gucken muss, wie lange er das noch aushält. Also schauen wir uns doch mal an. Ich glaube, ich habe eine Handmeldung. Oder war es nur ein Winken? Ich glaube, wir machen mal weiter, weil wir haben wie immer so viel vorbereitet und so wenig Zeit. Gut. Also, dann wir haben einen Punkt übersprungen, den aktuellen Punkt, Herr Geier. Genau, das ist mir insofern aufgefallen, als dass ich ja den ETF des Monats vorbereitet hatte, der noch auf der Folie war, weil das eigentlich der erste wäre. Und ja. Dann machen wir das auch nur auf der ganz schnellen Spur. Holen wir das mal Ja. ganz kurz nach hier, vielleicht ohne entsprechend da noch reinzugehen. Also wir haben für den August als einen ETF im Aktionsmonat rausgewählt gehabt, einen Immobilien-ETF, der international eben in Immobilienunternehmen, aber auch in sogenannte REITs, Real Estate Investment Trusts, halt investiert. Und dort achtet dieses Produkt darauf, dass es eine Nachhaltigkeitsprüfung, Nachhaltigkeitszertifizierung gibt. Sogenannte Green Building Standards, die werden dort halt angesetzt. Ja, und diesen ETF von der Credit Suisse kann man im Aktionsmonat zu einem besonders engen Spread an der Börse Düsseldorf handeln. Dazu gibt es auch einen Artikel im Extra ETF Magazin, also auf der Website, wer sich da tiefer einsteigen möchte. Und Sie haben den Langfristchart hier mal rausgesucht, Herr Geier. Genau, also da gibt es auch nicht viel zu sagen. Wir befinden uns im Prinzip seit 2020 in einem Aufwärtstrend, der dann dieses Jahr eher mal in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist, ein bisschen volatiler geworden ist. Die Tiefs hat er jetzt erstmal gesehen. Das wurde begleitet von Kaufsignalen bei den Indikatoren. Jetzt
zieht er wieder nach oben, wobei das natürlich eine Zone ist, so zwischen 110, 120, wo er dann auch einen Widerstand, vorher eine Unterstützung, dann einen Widerstand aufgebaut hat. Naja, und wenn die Indikatoren jetzt abkippen und Verkaufssignale machen, dann kann da auch mal eine Korrektur kommen. Ist klar, nach einem Anstieg von 106 etwa auf 122 darf der auch mal wieder eine Korrektur machen. Und da deuten momentan die Indikatoren darauf hin. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt die große Trendwende wird. Wenn es sie geworden wäre, dann wäre sie schon im April eingeleitet worden. Aber das sieht momentan ja, einigermaßen stabil aus, sage ich mal. Genau, auch die Immobilienbranche leidet natürlich unter steigenden Zinsen, weil da viel Fremdkapital unterwegs ist. Ja, dann würde ich Sie doch jetzt auf die grüne Insel schicken, Herr Geier. Genau. Und wir gucken uns mal an, was es in Irland außer ja, Gras und Whisky noch so gibt. Ja, also ganz hervorragend Whisky gibt es da auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich gerade schauen, wo habe ich die Aktie? Und wieder ist es passiert, wie schon so häufig. Ich weiß genau, dass ich den Wert vorbereitet habe. Aber ich muss ihn mir wieder anders rausholen. So viele Aktien haben wir in Irland, glaube ich, gar nicht. Nein, das geht relativ schnell. Das ist nämlich die Kerry Group. Und die Kerry Group ist bekannt aus der Werbung von vor allen Dingen Käse. Kerry Gold ist da ja ein Thema, der Cheddar-Käse. Streichzarte Butter auf jeden Fall. Auch das, genau. Und naja, der Kerry ist ja ein Nahrungsmittelhersteller, ganz insgesamt, ein sehr, sehr großer auch. Und ja, seit 2011 im Aufwärtstrend, der dann 2020 gebrochen wurde mit dem Corona-Crash. Aber, und das finde ich halt so schön, unterhalb der alten Trendlinie dann wieder nach oben gelaufen, die Trendlinie dann als Begrenzung oder als Widerstand sozusagen genutzt, hat hier im Bereich um die 100 eine Unterstützung aufgebaut letztendlich und ist jetzt wieder nach oben gelaufen, dann im Juli letzten Jahres, hat da ein neues Top generiert, seitdem allerdings in eine Abwärtsbewegung, aber, und jetzt kommt auch der Grund, warum ich den Wert genommen habe, hat nämlich vor kurzem einen Trendbruch vollzogen und diesen Bereich, diesen Unterstützungsbereich eben genutzt, um zu halten, hier in diesem Bereich eine Bodenbildung gemacht. Und jetzt liegen wir hier oben so um die 105. Gut, die Indikatoren kurzfristig mit Verkaufssignalen. Der MACD steht da kurz davor, das zu bestätigen. Was ich aber spannend finde, ist das Verhalten momentan, ja. Also ich kriege Verkaufssignale von verschiedenen Indikatoren und ein drohendes von einem weiteren, aber der Kurs bricht nicht ein, er geht nicht dynamisch, sondern er konsolidiert, er bröckelt so ein bisschen. Das bedeutet, wenn jetzt die Indikatoren noch weiter sich nach unten bewegen in den neutralen Bereich, MACD vielleicht auch flach verläuft seitlich, dann kann das durchaus dazu führen, dass dieser obere Bereich der alten Unterstützungszone genutzt wird und wir diesen kurzfristigen Aufwärtstrend weiterführen können, eben mit diesem übergeordneten Trendbruch im Rücken. Und dann kann das hier durchaus noch ein Stück weiter wieder nach oben gehen. Ich finde den Wert auf jeden Fall spannend. Er hat eine hohe Volatilität vorzuweisen. Die ist auch sehr, sehr interessant von der Warte her. Ich finde den Wert interessant und man sollte den mal beobachten. Wenn natürlich hier dieser kurzfristige Trend gebrochen wird, dann wird auch hier unten das nochmal getestet, das ist ganz klar. Aber vielleicht hält er sich ja weiter an dieser Trendlinie und läuft über die 110 oder geht sogar Richtung 115. Das halte ich für die nächsten Monate für durchaus denkbar.
Ja, danke, dass Sie uns da was ganz Frisches mitgebracht haben. Das hat man im Zweifelsfall gar nicht so im Fokus. Ich wusste gar nicht, dass die Börsen notiert sind. Das wusste ich, bis ich es gefunden habe, ehrlich gesagt auch nicht. Ja, dafür gibt es einfach zu viele Aktien, als dass man die alle kennen könnte hier. Genau. Fein, dann versuche ich wieder zurückzukommen. Und Sie in die Saisonalität mitzunehmen, wo Sie ja noch eine Fleißarbeit auf jeden Fall hingelegt haben. Und ich habe die Aktien, die bisher genannt worden sind, im Chat schon mal in eine Umfrage vorbereitet. Die würden wir dann auch gleich mal starten, also dass wir bei der Live-Analyse gleich noch vielleicht ein, zwei Wunschwerte von Ihnen mitmachen können. Und Sie alle dürfen darüber abstimmen. Erstmal aber klassisch zur Saisonalität. Genau, und hier die Weltpremiere, die wir angekündigt haben. Also zunächst mal klassisch den DAX mit allen Jahren, die zur Verfügung stehen im Sisonax. Da haben wir jetzt eine Phase vor uns, die auf dem Chart zunächst erstmal sehr negativ aussieht. Aber wenn wir uns die positiven und negativen Jahre ansehen, dann ist es gar nicht so schlimm. Dann haben wir nämlich da ein Patt. Ein Unentschieden, 17 Jahre in dieser Phase positiv und 17 negativ. Dass das ein krasser Abwärtstrend ist, liegt einfach daran, dass die Ausschläge nach unten in verschiedenen Jahren so kräftig waren, dass da dann im Schnitt einfach eine negative Phase dabei rauskommt. Insgesamt ist es ja so, dass 2er Jahre, und das zeige ich ja jetzt schon seit einiger Zeit, im Dow Jones negative Jahre sind, also der Dekadenzyklus. Das heißt, wir laufen bestenfalls seitwärts, kriegen im Sommer einen Einbruch und dann zum Schluss nochmal auch wieder eine Seitwärtsbewegung. Also keine wirklich guten Jahre, die 2er Jahre. Das ist zurückzuverfolgen bis 1897 im Dow Jones, eine sehr, sehr große Datenhistorie, die hier zusammengekommen ist. Jetzt wollte ich das gerne immer wieder mal für den DAX auch haben. Gut, den DAX gibt es natürlich noch nicht so lange, aber der Vorläufer oder der Vorgänger vom DAX war ja der FAZ-Index. Jetzt, wie kommt man an solche Daten ran? Nun, ich habe da, wie gesagt, eine Fleißarbeit gemacht und man kann diese Daten dann im Professional-Bereich des Sisonax auch hochladen. Das habe ich getan und bin da auf folgende Ergebnis gekommen. Es geht hier bis 1960 zurück. Und wir gehen mal auf die nächste Seite. Da machen wir das Bild von rechts unten, nehme ich mal groß. Genau, vielen Dank. 2er Jahre sind auch im DAX zumindest in den letzten 60 Jahren oder 62 Jahren nicht wirklich gute Jahre. Da haben wir nämlich auch einen Abwärtstrend von April bis Oktober. Und die aktuelle Zeit, die wir jetzt eingekreist haben, weist dann 2 positive gegen 4 negative 2er Jahre auf. Also wir liegen hier vor einer noch schwierigen Phase, wenn man mal nur den Dekadenzyklus im DAX berücksichtigt, seit 1960. Aber ich will nicht nur Negatives berichten. Ich habe nämlich auch mal ausgewertet, dann logischerweise, wenn ich die ganzen Daten dann schon mal hier aufbereitet habe. Wie sieht es denn eigentlich kommendes Jahr aus? Und da haben wir schon mal einen Ausblick. Ja, gut, Januar bis Februar ist noch nicht so prickelnd, aber dann von Februar bis Jahresende kriegen wir hier eine 5 zu 1 hin. Also die 6 Jahre, die auf 3 enden, in diesen letzten 62 Jahren. Dann, da haben wir wirklich 5 positive und nur ein negatives Jahr. Und von der Warte her steht uns doch von der reinen Statistik her betrachtet hier eine ganz positive Zeit vor Augen. Und da können wir uns drauf freuen und wir werden das weiter verfolgen. Dann natürlich auch hier in der Chartshow, auch zum Jahresende. Da wird es ja dann auch wieder meinen Jahresausblick geben. Und da werden wir da auch noch mal stärker drauf eingehen. Gut, und beim Gold auf der nächsten Seite, da sind wir jetzt in der Phase bis Oktober, die sehr, sehr positiv ist. 33 positive Jahre, also es ist jetzt nicht mehr der Dekadenzyklus, sondern es sind alle Jahre ausgewertet. 33 positive Jahre
gegen 21 negative Jahre, aber die gibt es auch. Und wenn man jetzt nur mal die letzten Jahre sich betrachtet, da haben wir in den letzten 10 Jahren 7 negative und nur 3 positive. Also die letzten Jahre haben das nicht bestätigt, was der lange Zeitraum von 54 Jahren hier aufgebaut hat. Soweit mal die Saisonalitäten. Ja, danke für die Fleißarbeit. Ich wusste gar nicht, dass es einen Professional-Bereich zum Datenupload von Cisenax gibt. Geben Sie damit die Urheberrechte auch ab oder bleibt das dann bei Ihnen? Soweit ich weiß, bleibt das bei mir. Das wird nicht freigegeben. Und dass es diese Upload-Möglichkeit gibt, die habe ich auch erst kürzlich im Dialog mit Cisenax erfahren. Und die haben dann gesagt: Ach, Sie sind ja professional freigeschaltet. Und ich, ach, bin ich professional freigeschaltet? Ich wusste es also auch nicht. Aber das ist dann wahrscheinlich auch über die Verbindung mit dem Dimitri Speck, der ja bei uns schon öfter bei der VTAD vorgetragen hat, wahrscheinlich über diese Schiene erfolgt. Ja, das ist doch gut, dass Sie diese Funktion auch zu nutzen wissen. Das ist ja auch nochmal wichtig. Ich würde mal die Umfrage starten, bevor wir uns ja gleich wieder klassisch den Indizes widmen, was nämlich jetzt noch in die Live-Analyse hier reingekommen ist. Ich hoffe, Sie können das im Zoom jetzt auch sehen. Sie dürfen auch mehrfach klicken. Im Chat genannt wurden als Wunschwerte die BioNTech, sicherlich in diesen Tagen sehr spannend, die Shell-Aktie, die RWE, Heidelberger Druck, habe ich auch schon lange nichts mehr von gehört. Old Dominion Freight Line, das dürfte irgendwie so ein US-Truck-Hersteller sein. BYD, nochmal für Elektromobilität und Speicherlösungen und Alstom, den französischen Hersteller von Hochgeschwindigkeitszügen, wahrscheinlich auch Straßenbahnen und Ähnlichem. Da sind Sie fleißig am Klicken und ich sehe schon, dass ich da ja ein Favorit auf jeden Fall absetzen kann und dann auch noch mal ein kleines Verfolgerfeld von 3 Werten. Ich würde es noch mal Momentchen laufen lassen, während ich schon mal die Titelfolie quasi hier wechseln kann, weil wir gehen ja gleich eh noch mal in den Live-Ansicht bei Herrn Geier rein, weil wir ja dafür immer in ProRealTime reinschauen. Ich sag mal an der Stelle jetzt allen herzlichen Dank fürs Mitmachen und teile mit Ihnen die Umfrageergebnisse. Ja, und das war vielleicht sogar zu erwarten, dass BioNTech besonders interessant ist. Da gab es ja auch einen massiven Einsturz, nachdem die Gewinne unter den Prognosen lagen. Also BioNTech als Chart sollten wir uns anschauen. Ja, und die RWE wäre Rang 2, dass wir uns auch das nochmal gleich anschauen. Aber jetzt würde ich sagen, Herr Geier, gehen wir erstmal auf die üblichen Verdächtigen, auf die großen Indizes und beim Gold schauen wir ja auch immer vorbei. Ganz genau. Und dazu wechsle ich wieder die Ansicht. Und wir beginnen erstmal mit dem DAX. Wie üblich. Ja, der DAX heute wieder 1% schwächer. Und ich sprach ja eben schon mal bei einer Aktie, ich glaube, die Allianz war es, von diesem Shooting Star. Den habe ich auch kürzlich in meiner Analyse beschrieben. Gut, wir haben hier nur einen kleinen Aufwärtstrend, einen sehr kurzen. Dieser Shooting Star wurde dann am nächsten Tag bestätigt, indem einfach das Tief von dieser Kerze unterschritten wurde. Indikatoren waren zu dem Zeitpunkt schon im überkauften Bereich. Jetzt haben sie mit dem heutigen Markt Verkaufssignale generiert. Der MACD dreht gerade ab, also der wird dann diese Verkaufssignale bald bestätigen. Wir hatten auch einen relativ hohen Abstand für den DAX zur 21-Tage-Durchschnittslinie. Also, dass hier eine Korrekturbewegung mal kommen müsste, war eigentlich nach diesem Anstieg von 1250 auf jetzt
12.500, Entschuldigung, auf jetzt 13.700 und noch etwas mehr, war eigentlich klar. Jetzt, was heute auffällt mit dem heutigen Tag, was ich hier die ganze Zeit schon bemängelt habe, nämlich diese niedrigen Umsätze, die jetzt gar keine große Aussagekraft haben. Aber heute der Schub mit 1,1% nach unten, dann auch mit einem deutlichen Anziehen der Umsätze. Also da kam heute wirklich ein Stück weit Druck und Verkaufsdruck rein. Von der Warte her glaube ich jetzt, dass mit diesem Trendbruch, mit diesem erneuten Scheitern in der Widerstandszone jetzt zumindest mal eine Korrekturbewegung bis an die 21-Tage-Linie, vielleicht auch an die alte Abwärtstrendlinie erfolgt. Wie stark oder wie weit die noch überhaupt jetzt maßgeblich ist, wird man sehen. Denn letztendlich hatten wir hier auch schon mal so einen Ausbruch gehabt und dann sind wir wieder drunter gefallen. Jetzt brechen wir wieder aus, ob man die überhaupt noch so aufrechterhalten kann, die Linie. Das werden dann die kommenden Tage zeigen. Also mit dem heutigen Tag hat sich doch die Lage beim DAX erstmal deutlich eingetrübt. So, dann schauen wir uns mal gleich den US-Markt an, den S&P 500 nämlich. Wie es denn hier aussieht, ja, da haben wir eine ähnliche Situation letztendlich. Wir haben diese Abwärtstrendlinie gebrochen, eigentlich auch sehr dynamisch. Das sah auch ganz positiv aus. Und jetzt sind wir gestern hier an diese alte Unterstützungslinie, die jetzt zum Widerstand geworden ist, rangelaufen. Ja, ist auch fast ein Shootingstar. Kerzenkörper ist mir ein bisschen zu weit in der Mitte der Gesamthandelsrange. Aber wenn es heute runtergeht, und es war es ja in der Eröffnung, und dann würde das auch bestätigt werden. Und wenn dann auch noch hier die Umsätze anziehen, hätten wir eine ähnliche Situation. Dann stellt sich die Frage, inwieweit dieser kurzfristige Aufwärtstrend schon in den nächsten Tagen gebrochen werden könnte. Auf jeden Fall trübt sich hier auch die Lage gerade ein wenig ein. Von den Indikatoren her haben wir zwar, werden wir mit einem schwächeren Tag heute wahrscheinlich auch Verkaufssignale sehen. Von der Warte her ist das auf jeden Fall eine Situation, die beängstigend sein werden könnte. Wir schauen auch gerade noch mal auf die Technologiebörse Nasdaq, die ja einen etwas längeren Aufwärtstrend schon hingelegt hatte und an diese Abwärtstrendlinie rangelaufen ist, fast rangelaufen ist, aber auch nicht geschafft hat. Auch hier wird es bestimmt heute einen schwächeren Markt geben, was dann auch diesen möglichen latenten Shootingstar hier bestätigen würde. Und da würden wir dann auch sicherlich mal wieder näher an die 21-Tage-Linie kommen, gepaart mit dann auch wieder wahrscheinlich bevorstehenden Verkaufssignalen bei den Indikatoren. Das ist allerdings jetzt alles nur hypothetisch, denn die Signale sind noch nicht da. Das muss man auch nochmal deutlich sagen. Wir handeln nicht auf, es könnte Signale geben, sondern wir handeln nach Signalen. Das heißt, erst wenn das Signal wirklich da ist, darf auch gehandelt werden. Und die Signale sind hier einfach noch nicht gegeben. So, und da haben wir gesagt, Gold wollen wir uns natürlich noch anschauen. Ja, Gold hat ja hier auch so eine Abwärtsbewegungs-, Abwärtstrendlinie geschaffen. Gerade so diese Unterstützungszone, die auch nur sehr latent ist, weil sie auch nur wenige Ansatzpunkte hat, zurückerobert. Dann durch die Abwärtstrendlinie gelaufen. Hier haben wir auch nochmal so eine kleine Zone, die jetzt angelaufen wird. Kurzfristiger Aufwärtstrend sieht eigentlich ganz ähnlich aus wie bei den Märkten selbst. Also es ist gar kein Gegenlaufen nach dem Motto, um Himmels Willen, die Märkte brechen ein und wir flüchten mal alle in Gold. Das beobachten wir momentan nicht. Aber wir haben hier den Ausbruch generiert, gestern beziehungsweise am Freitag getestet, ob er nicht doch nochmal negiert wird. Gestern dann wieder nach oben gelaufen. Ich glaube, in der Zone stehen wir auch heute noch oder habe ich eben mal gesehen, dass wir da stehen. Also da muss jetzt ein Schub her, dass wir auch hier mal über diesen Bereich drüber laufen und dann auch diesen Ausbruch mal nachhaltig generieren. Der Schub fehlt noch ein bisschen, es steht also ganz kurz zwischen der 1800-Dollar-Linie
0,4% aktuell im Plus. Okay, also da ist noch nicht der Schub und noch nicht das Nachhaltige, aber es zeigt, der Wille der Marktteilnehmer ist momentan da. Absolut. So, dann bereite ich mal vor die BioNTech. Natürlich, weil das ja jetzt Wunschwerte sind. Und ich gehe hier wieder auf die Nasdaq, weil ich mich erinnere, dass wir da den größeren Umsatz haben, ne? Umsatz respektive Datenmaterial haben. Da geht es ein Stückchen weiter zurück als an den deutschen Börsen. Das ist natürlich jetzt nicht vorbereitet, weil es ja ein Wunschzuruf ist. Ja, wir hatten damals Anfang 21 ja so eine Phase, so eine Findungsphase, möchte ich es fast mal nennen, wo wir auch ja, so eine Dreiecksformation hatten. Da sind wir dann nach oben ausgebrochen. Und dieser Ausbruch, ja, der ist eigentlich immer noch in Line, auch wenn wir dann hier zurückgefallen sind, wieder in diesen Bereich, wo wir damals den Widerstand generiert hatten. Da sieht man, dass also auch ein Widerstand nach einem Jahr noch von den Marktteilnehmern beachtet und betrachtet wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, warum gerade die BioNTech jetzt gewünscht wurde. Zum einen werden da bestimmt einige Marktteilnehmer noch investiert sein von damals oder vielleicht auch hier in dem hohen Bereich eingestiegen sein. Zum anderen kommen ja gerade wieder neue Meldungen, was man alles Tolles, Neues entwickelt, um uns endlich zu befreien. Ob es gelingt, wir werden es sehen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier gerade jeweils Verkaufssignale beim Stochastik, beim CCI. Der MACD läuft flach an der Nulllinie, hilft uns nicht wirklich weiter. Und wir müssen schauen, wie sich das verhält in diesem Bereich, in dem wir jetzt angekommen sind. Das heißt, wir hatten hier vorne, also Anfang des Jahres, so ein Gap nach unten, also eine Notierungslücke nach unten generiert. Die wurde ja fast schon Ende März geschlossen. Das laufen wir jetzt wieder an. Auf jeden Fall hat sich hier dann so eine Widerstandszone gebildet, gepaart mit Verkaufssignalen bei den Indikatoren. Da wäre es schon ganz gut, wenn das der Ausbruch geschafft worden wäre. Das wurde heute aber mal kräftig abgewählt, nämlich mit 7,5%. Nee, das ist gar nicht heute, das war gestern. Der US-Börse, ja. Das ist die US-Börse, genau, das war gestern. Aber da sind wir wieder runtergefallen und das mit einem sehr, sehr hohen Umsatz von der Warte her. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heute steht, aber ich glaube nicht, dass sie heute über die 200 gesprungen ist. Von der Warte her Definitiv kämpft nicht. sie. Bitte? Definitiv nicht. Auf jeden Fall kämpft sie mit diesem Widerstand und ich glaube, das wird auch momentan noch nicht einen Ausbruch nach oben geben werden, weil, wie gesagt, nach so einem Statement, 7,5% minus gestern, ist das einfach dieser Kampf, ob es nicht doch nach oben geht. Aber jetzt die bevorstehenden oder schon erfolgten Verkaufssignale. Ich glaube, das ist ein schwieriges Unterfangen, hier aus dieser großen Bodenbildung jetzt das dann zu veredeln und nach oben auszubrechen. Sieht ganz schlecht aus, tatsächlich auch in US-Dollar gerade bei 159 drunter gegangen. 159, also dann liegen wir ungefähr, -6% nochmal. ja, also liegen wir ungefähr hier. Das zeigt also, dass jetzt eher mal in diesem Widerstandsbereich abgeprallt worden ist. So, zweiter Sieger war die RWE. Auch die schauen wir uns mal an. Da sind noch einige Linien aus vergangenen Chartshows oder Analysen drin. Das ist ja logisch. Das bleibt ja dann auch. Ja, da sind wir in einem Aufwärtstrend und RWE ist offenbar ein echter Krisengewinner. Denn wenn man sich mal den DAX anschaut und schaut sich die RWE an seit Jahresanfang, das ist doch eigentlich, wenn man eine RWE hatte, gar nicht schlecht gelaufen. Natürlich volatil, Ausbruch nach oben oder Schub nach oben, Schub nach unten, Anstieg auf ein neues Top,
Korrekturbewegung oder Abwärtsbewegung, Trendbruch. Wer sich jetzt fragt, Mensch, der Geier hat auch in den Schulungen immer so oft gesagt, dass er von den Trendlinien nichts hält. Ja, das bleibt auch dabei, aber es ist einfach auffällig, weshalb ich sie eben auch beschreibe. Und Sie sehen ja, ich ziehe ja auch immer wieder Widerstände und Unterstützungen rein. Also keine Angst, ich habe nicht meine Meinung oder meine Herangehensweise verändert. Ein kleiner Gruß an alle, die ich aus den letzten oder wir aus den letzten Schulungen kennen und die hier schon treue Chartshow-Zuschauer geworden sind. Da freuen wir uns sehr drüber. So, also auf jeden Fall Trend gebrochen und dann jetzt Anfang dieses Monats noch sich ein bisschen geziert mit Dojis, also kleinen Kerzenkörpern, Unsicherheit, wie geht's weiter? Und jetzt kam eben der Ausbruch letzte Woche. Auch wieder ein Doji, aber mit dem heutigen Tag auch ein knappes Prozent zugelegt und das in einem Markt, der eben über 1% verliert. Das ist ein Statement, das zeigt, dass die RWE tendenziell nach oben will und ich glaube, es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, dass die Tops vom Mai rausgenommen werden, sprich angelaufen oder übersprungen werden. Also eine RWE zeigt sich hier sehr stabil. Die Indikatoren, ja, im überkauften Bereich, CCI mit einer Divergenz, das könnte noch schwierig werden, aber MACD zieht noch nach oben. Gut, auch der Abstand zur 21-Tage-Linie ist jetzt mit 8% schon ganz ordentlich, auch für eine RWE. Da muss man mal schauen, das war das letzte Mal hier in dem Bereich gewesen, wo wir so hoch waren und da. Also da kann es mal eine Korrektur an die 21-Tage-Linie geben. Das heißt, dieser Widerstand könnte durchaus nochmal nach unten durchstoßen werden, der jetzt so schön gebrochen wurde. Aber insgesamt sieht eine RWE deutlich besser als der Markt aus und das sei an dieser Stelle einfach mal gesagt. Ja, hätte man vielleicht nicht mit rechnen können, aber an der Börse kann alles passieren, auch das Gegenteil. Schöner Spruch. Ja, das gehört eigentlich mit 5 Euro in die Kaffeekasse bestraft. Ins Phrasenschwein. Ne? Ins Phrasenschwein, ganz genau. Das müssen wir mal aufstellen hier. Okay, ja, vielen Dank dafür. Dann haben wir ja schon hier das Finale quasi jetzt eingeläutet, weil anderthalb Stunden sind wir auch schon dran und wollen Ihre Zeit nicht übermäßig strapazieren, auch wenn noch ganz viele live dabei sind. Vielen Dank dafür und auch für den Chat soweit. Wir haben eigentlich nur noch Termine für Sie vorbereitet und da springe ich doch direkt auch mal hin zu unseren Terminen. Ich hatte es in der Ankündigung schon gesagt, es tut sich wieder was ein bisschen auf der Veranstaltungsseite. Zum einen haben wir in knapp anderthalb Wochen den Anlegertag in Düsseldorf. Da kam im Chat auch schon die Frage rein, ob das vielleicht auch im Internet übertragen wird. Nein, leider nicht. Also die haben ein schönes Vortragsprogramm, 3 verschiedene Räume, die parallel mit unterschiedlichen Themen bespielt werden. Aber leider kein Livestream daraus. Und es ist eh schöner, wenn wir Sie am Stand treffen. Das ist natürlich nur für diejenigen im Großraum Düsseldorf wahrscheinlich interessant. Aber ich freue mich sehr, Herr Geier, dass wir auch Sie da haben werden in Düsseldorf, live und in Farbe und zum Anfassen. Ich habe da ja einen Hintergedanken dabei. Ja, Sie wollen wahrscheinlich Ihre Vorräte aufstocken mit rheinischen Spezialitäten einer gewissen Altbierbrauerei. Ach, sowieso, natürlich. Ich habe auch schon ein paar Bestellungen von Freunden. Also das wird diesmal eine große Wagenladung werden an Schumacher Alt. Nein, ich hab auch noch was für Sie, ja. Aha, okay. Ich habe noch einen anderen Hintergedanken, nämlich nicht nur, dass Sie mich kennenlernen können persönlich. Ich lerne endlich mal ein paar Leute von Ihnen kennen, die vorbeikommen. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, weil es ist ja doch sehr anonym hier mit den Webinaren, auch wenn das so einen Spaß macht. Und ich glaube, wir da auch mittlerweile einen ganz schönen Zuschauerkreis haben. Aber ich freue mich immer, wenn ich dann auch Leute persönlich mal sehe, kennenlerne, mal ein bisschen snacken kann. Also von der Warte her, wer kommt, ist herzlich willkommen und ich freue mich wahnsinnig und ich habe meine Anmeldung schon getätigt. Es ist ganz einfach, kann ich sagen. Es sind wirklich nur ein paar Klicks und ganz wenig auszufüllen, Name und
Ich glaube noch nicht mal die Adresse. Also es ist wirklich total einfach, sich anzumelden. Kommen Sie, ich freue mich, wenn ich Sie kennenlernen kann. Genau, das ist halt nötig bei dieser externen Veranstaltung, dass man sich auf der Seite anlegertag.de anmeldet, aber das ist halt kostenlos und sicherlich nicht umsonst. Wir sind als Aussteller mit dabei und haben eben dieses Meet the Experts organisiert. Also auch Sie, Herr Geier, am Stand, ich glaube so ab 2 Uhr auf jeden Fall, wahrscheinlich vorher und nachher natürlich auch, aber so ist der Stundenplan. Die Jessica Schwarzer, die man vielleicht von verschiedenen Büchern kennt, die kommt auch. Der Gerhard Michel, der ja bei uns das Thema Fundamentalanalyse abdeckt, ist dabei. Wir haben zwei Händler von der ICF Bank da, die auf Börse Düsseldorf und auf Quotrix die Kurse entsprechend machen. Der Jakob Risse ist da von Börsenbunch TV und Funny Money. Also alles, was man so im Umkreis der Börse Düsseldorf wahrnimmt und wie Sie ganz richtig sagen, seit 2,5 Jahren eigentlich nur online wahrnimmt, gibt es da tatsächlich in einem Raum. Ja, und einen Vortrag darf ich auch noch halten: Die bunte Welt der ETPs, was man da alles so investieren kann in Indizes, in Themen, in Kryptowerte. Und das, ja, schauen wir uns da um 10 Uhr ist der Vortragsslot direkt in der ersten Runde nochmal in einem 40-minütigen Vortrag an. Den werden wir sicherlich irgendwie auch online danach zumindest die Folien verfügbar machen. Ich weiß nicht, ob wir da einen Livestream hinkriegen. Ich weiß nicht, wie gut das Internet da ist. Sonst könnten wir das ja theoretisch auch mal versuchen. Okay, also das ist der 20. August. Ansonsten auch die Bundesbank ist wieder aus dem Winterschlaf erwacht und hat noch ein paar Veranstaltungen. Bevor es zum Winter geht, geht es im Herbst noch mal in den schönen Taunus. Ja, ganz genau. Ich habe da das Praxistraining, ein Präsenzworkshop aufgesetzt, neu aufgesetzt mit neuer Struktur. Es geht über ja eigentlich 2,5 Tage, naja, 2,25 Tage. Also es geht freitagsabends schon los am 14. Oktober, 15. und 16. dann nur Praxis, Praxis, Praxis mit Training, mit Live-Charts, mit mitgebrachten Charts. Also die Teilnehmer müssen auch ein bisschen was tun sollen, denn es ist ja ein Workshop, sie sollen ja was lernen. Und wer daran Interesse hat, einfach an entweder meine Mail direkt oder an die Chartshow GMX-Adresse. Und dann gibt es weitere Infos, Anmeldeformular, Preise etc. etc. Und es sind jetzt schon 3 Plätze vergeben. Es wird bis auf 10 begrenzt, damit das auch eine wirklich intensive Veranstaltung wird. Ja, und eine weitere intensive Veranstaltung haben wir ja für den späteren Herbst vor. Es startet am 2. November der Aufbaukurs Technische Analyse an 4 Abenden und ein Abend davon beschäftigt sich mit dem Thema Money Management. Dazu gibt es ja auch Ihr Buch, was inkludiert ist in diesem vierteiligen Webinar-Lehrgang. Ja, und da gibt es tatsächlich die Voraussetzungen, ja. Weiß nicht, ob fleißiges Schauen der Chartshow ausreicht. Wir haben es, glaube ich, so formuliert, dass man schon praktische Anwendungserfahrungen mit der Charttechnik mitbringen sollte oder eben den Grundkurs absolviert haben sollte, weil wir setzen hier auf einem vorhandenen Wissen auf. Zwar gibt es im ersten Termin, sag mal, ein Abholen aller Teilnehmer, damit wir da ein einheitliches Verständnis von Begrifflichkeiten haben, aber nichtsdestotrotz, das ist für diejenigen, die sagen, naja, einen Grundkurs brauche ich vielleicht nicht, aber meine Fähigkeiten und meinen Instrumentarienkasten ausbauen zur technischen Analyse, dann wäre das, Herr Geier, glaube ich, ein guter Termin. Unbedingt, also man sollte schon ein klein bisschen Vorwissen mitbringen. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt schon Profi sein muss, im Gegenteil. Aber man sollte auch nicht in dem Kurs fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich ein Candlestick und was ist eine Trendlinie? Denn das haben wir im Grundkurs behandelt und das würde dann die anderen aufhalten. Also es sollte schon so ein bisschen Grundkenntnisse mitgebracht werden, aber auf jeden Fall wird da einiges behandelt. Wir sprechen auch nochmal über Handelssysteme und so weiter. Und natürlich, wie gesagt, ganz wichtig über Money Management, das, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben, wie wichtig das ist. Ich werde Ihnen natürlich kein komplettes Money Management beibringen können.
sondern es ist mal der Aufbau, wie man an sowas herangeht, was es bedeutet, überhaupt Money Management zu betreiben. Das bringe ich Ihnen bei, das zeige ich Ihnen und das wird eine Session in Anspruch nehmen. Und das wurde gerade beim letzten Aufbauseminar im vergangenen Jahr doch sehr gelobt. Und ich kann mich erinnern, ein Teilnehmer sagte, das hat meine Performance exorbitant verbessert. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer noch da rumkrebsen. Also der hat uns da wirklich gelobt und der war da sehr, sehr dankbar dafür und arbeitet nur noch damit. Ja, genau. Also es ist halt immens wichtig, dass man seine Risiken im Blick hat und die eben auch begrenzt, die Verluste. Und dann passiert einem das vielleicht auch nicht mit der BioNTech-Aktie, dass man die für 300 gekauft hat und sich danach nur noch über fallende Kurse ändert. Dann wäre es nicht so weit gekommen, sage ich jetzt einfach mal. Also es war definitiv die Session, die am meisten gelobt worden ist. Wir veranstalten dieses als Webinar, das heißt interaktiv, also Klassenzimmer digital, natürlich mit Fragen stellen und Bild zuschalten und so weiter. Also versuchen da wirklich intensiv dran zu arbeiten. Und haben auch da natürlich nach oben limitiert die Anzahl der Teilnehmer, brauchen aber auch so einen Grundteilnehmerstamm, damit wir es auch durchführen können, sind aber ganz optimistisch, weil aus dem Grundkurs haben, ich glaube, bis auf einen oder also locker 80% haben gesagt, sie wollen auf jeden Fall weitermachen. Und das ist sicherlich ein guter Grundstock. Aber da darf noch der ein oder andere dazukommen. Und da haben wir natürlich für die Freunde der Chartshow ein Angebot gestrickt mit einem Sonderpreis. Sie können zu 119 Euro den Kursus buchen. Wie gesagt, 4 Abende je mindestens 2 Stunden. Es gibt einen Abschlusstest. Sie bekommen ein Teilnehmerzertifikat. Sie bekommen das Buch auch dazu, dass Sie auch Sachen gut nacharbeiten können. Und der reguläre Kurs, wie wir das draußen im Internet verkaufen, ist nämlich 139 Euro zuzüglich, ich glaube, 11 Euro Ticketgebühr von Eventbrite. Also insofern günstiger kommen Sie wahrscheinlich nicht dran. Und das gilt auch nur für Bestellungen per E-Mail, die Sie entweder an den Herrn Geier oder an die Chartshow-Adresse senden. Dann bekommen Sie nämlich eine Rechnung von Herrn Geier gestellt. Und der Ticketvermittler Eventbrite geht leer aus. Dann können Sie die Aktie von denen shorten, wenn das ein Erfolg wird. Okay, gut, das war im Prinzip das, was wir demnächst vorhaben. Und ich freue mich auch echt drauf, mal wieder Leute zu sehen. Ich bin schon komplett aus der Übung, was Börsentage angeht, weil wir jetzt irgendwie auch lange Zeit eben nichts mehr gewesen seit 2019. Ich hoffe, ich finde noch alles, was den Messestand angeht und nicht, dass mir irgendein Teil fehlt. Ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Chartshow. Die ist am 13. September und wir sind beide in Urlaub, Herr Geier. Ja, also ich habe es ja schon länger angekündigt. Von Ihnen habe ich es heute erst erfahren. Das wird vor allen Dingen eine technisch spannende Herausforderung werden. Also ich bin im Süden wieder unter Palmen, wo wir schon mal hergesendet haben. Wo schalten wir Sie denn zu? Ich bin im Schwarzwald, also insofern weiß ich gar nicht, wo es das bessere Internet gibt. Mal gucken, was es so im Ländle geht. Ja? Also auch im Süden von Ihnen aus gesehen. So gesehen auf jeden Fall im Süden und mit abwechslungsreicher Natur und leckeren Sachen hoffentlich. Sehr schön. Ja, also das war hier unsere Chartshow, 13. September, können Sie sich gerne vormerken. Sie sind ja auf dem Einladungsverteiler hoffentlich drauf. Das heißt, Sie bekommen Hinweise, Benachrichtigungen und Erinnerungen. Und dann hoffen wir, dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Wir würden jetzt nämlich hier die Aufzeichnung schließen. Und wer Lust hat, kann sich gleich noch dazuschalten mit Bild und Ton und noch Fragen stellen. Kleine Aftershow. Partyrunde würden wir noch aufmachen, aber ansonsten sage ich schon mal Dankeschön. Die Schlussworte, das obliegt doch immer noch Ihnen, Herr Geier. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle dabei waren und denken Sie immer daran, Geld ist nicht alles. Bleiben Sie vor allen Dingen gesund und friedlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. No.